Individuen, die in einem Kreislauf, oh Gott, ouch, Kreislauf gefangen sind und sich ständig wiederholen. Aua, Planeten wurden ausgelöscht oder haben sich über Nacht verändert. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky, der Säuberung oder wie ich es gerne sage, der Apokalypse. Ja, die letzte Aufnahme ist jetzt ungefähr eine Woche her. Deswegen weiß ich nicht mehr so 100%, was wir gemacht hatten. Ich weiß, dass wir die Wasserstoff noch gesucht hatten, um Treibstoff zu kriegen. Für die Fregatten, ja. Hallo Präfekt Pihalik. Erbärmliche Narren haben versucht, unser mächtiges Schiff zu zerkratzen. Eindringling Captain. Was? Eindringling Captain? Gra. Es wäre uns eine Ehre, in einer glorreichen Schlacht zu sterben. Aber wenn das nicht dein Wunsch ist, dann zieht Reparaturarbeiten in Erwägung. Ja, das tun wir. Automatischer Flottendiagnosebericht. Interne Schadensbegrenzungssysteme versagen. Rumpfintegritätsfehler steht bevor. Sofortige Reparatur erforderlich. Ja. Gut. Ja, ich hatte jetzt zwischendurch immer die Fregatten nochmal auf Missionen geschickt und. Und wir haben tatsächlich zwei beschädigte Fregatten jetzt aus den letzten Quests zurückbekommen. Generell mal so zu gucken, wie es hier drin aussieht, ist auch mal cool. Kann ich hier Kohlenstoff rausholen? Nee. Aber hier ist irgendwie die ganze Zeit so lautes Brummen. Das ist irgendwie komisch. Ja, auf jeden Fall, ich hab mir ein bisschen mal Gedanken gemacht zu diesem Thema. Was passiert, wenn wir 16 von 16 erreichen? Denn, ich weiß tatsächlich noch von damals, dass es nämlich darauf hinauslaufen wird, dass wir uns später mal entscheiden dürfen, ob wir unsere Galaxie wechseln möchten. So, da hatte ich ja immer folgendes Problem oder folgendes Manko immer, dass es ja immer ein Problem war tatsächlich, Galaxien zu wechseln. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe noch nie in meinen 500 Stunden No Man's Sky eine neue Galaxie entdeckt. Klingt vielleicht schwer vorstellbar, ist aber tatsächlich so, weil ich bisher immer eben Angst hatte, nach so einer langen Spielzeit einen gewissen Teil des Fortschritts der ersten Galaxie wieder zu verlieren. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt dazu entschieden, dass wenn es dann so weit kommt, dass wir uns dann entscheiden müssen, dass wir tatsächlich mal gemeinsam uns angucken, wie das aussieht, wenn wir eine Galaxie wechseln und ob wir tatsächlich... Alter, was habt ihr denn gemacht hier? Meine Fresse. Also auf jeden Fall möchte ich das mit euch machen, wenn es soweit ist, dass wir tatsächlich nach Eisentamm fliegen werden und ich dann mal gucken möchte, ob sich diese Auftuungen auf bestimmten Foren und Reddit bestätigen lassen, dass es aktuell tatsächlich möglich ist, über simple Teleportationen über das Nexus einfach in andere Galaxien zurückreisen kann. In alte Galaxien und entdeckte Galaxien. Man soll angeblich sich auf diesen Galaxien erst eine Basis bauen sollen und dann kann man zu diesen jeweiligen Basen in diesen verschiedenen Galaxien zurückkehren. Inwiefern das stimmt und inwiefern das aktuell ist oder mittlerweile vielleicht schon gepatcht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und unbedingt auch mal
in eine neue Galaxie reisen, weil es mich einfach mal interessiert, wie das denn abläuft. Also, dass wir dann jetzt beispielsweise in Eisentum sind, dann eine Basis bauen, eine kleine oder so, und dann sagen, so, zack, 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 ich möchte jetzt bitte zurück nach Euclid. So, und dann laufe ich zu diesem Teleporter und dann soll da vielleicht stehen, ja, hier, guck mal, da ist eine alte Basis, du kannst zurück zu Euclid. Wenn das der Fall ist, dann werde ich natürlich gemeinsam mit euch in Zukunft mehrere neue Galaxien auch bereisen und erkunden. Wenn es denn tatsächlich die Möglichkeit gibt, das so zu tun, dann bin ich ein sehr glücklicher Mensch, möchte ich sagen, weil das würde natürlich den ganzen Erkundungsradius und die ganze, das gesamte Abenteuer um unendliche Weiten vergrößern, und da hätte ich echt Bock drauf, mal zu gucken, was diese anderen Galaxien dann irgendwie geben oder bringen oder machen, ob es da Unterschiede gibt, ob es da generell irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Ich weiß halt, dass Eisentum wohl die beste Galaxie sein soll für diese Heimatplanetensuche, sag ich jetzt mal. Und es noch andere Systeme gibt, irgendwie gefährliche Systeme und tote Systeme irgendwie. Also nicht Systeme, sondern Galaxien quasi. Und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt und ich möchte das auf jeden Fall mit euch erkunden, wenn das dann soweit kommt und das wirklich geht und funktioniert. So. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Aber erstmal müssen wir diese wunderschöne Atlas-Sequenz beenden. Und jetzt erstmal diese Fregatte hier verlassen und mal gucken, was die Fregatten jetzt so gebracht haben. Ich habe die ja jetzt ein paar Mal schon losgeschickt gehabt, auch offscreen. Und ich habe, wie man es vielleicht schon erkannt hatte, auch noch ein bisschen meine Verkaufsstrategie in alte Galaxien zurückgebracht. Und ja, Kobalt gekauft, Kobalt verkauft, neu gekauft und wieder verkauft. Und hin und her, das Ganze. Das kennt er ja schon. Und ja, jetzt bin ich so ganz aus Versehen so bei 377 Millionen Units gelandet. Ups. Ja, passiert halt. Nanit habe ich auch ein bisschen noch geholt. Quecksilber habe ich noch nicht weitergemacht. Machen wir auf jeden Fall auch noch weiter. Und jetzt aber erstmal raus aus der Fregatte zum Frachter und mal gucken, was die Fregatten uns so mitgebracht haben, falls diese kaputten Fregatten überhaupt was mitgebracht haben. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach da weiter, wo wir, denke ich mal, beim letzten Mal auch aufgehört hatten, und zwar bei The Purge. The Purge. und mal sehen, was da so noch auf uns zukommt. Naja, die Community-Mission hatten wir letztes Mal gemacht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Da war doch was. So. Jetzt gucken wir aber erstmal, was unsere wunderschönen, lieben Fregatten uns mitgebracht haben. Ein paar wunderschöne Guts. Ich muss auch irgendwann mal diese eine unpopuläre Sache angehen. Und zwar mal, ja, die Technologien mal ein bisschen aufräumen. Ich habe halt unheimlich viele unbenutzte Technologien bei mir rumliegen in diesen Containern und alles. Und ich wollte halt auch das hier irgendwann nochmal ausbauen. Ich wollte diese S-Auflade-Upgrades hier noch reinknallen, diese vier zumindest. Damit dieser Gefahrenschutzkram irgendwie auf einer guten Welle liegt, dass ich dann bei Stürmen zum Beispiel diese Dinger aufladen kann, damit wir dann entspannter durch die Stürme laufen können und so weiter und so fort. Ob wir das jetzt, ich weiß doch gar nicht mal, ob wir das überhaupt so richtig brauchen, weil bisher haben wir uns halt sehr gut auch ohne diese Dinger geschlagen. Deswegen bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, aber wir gucken auf jeden Fall mal. Generell muss ich sowieso auch mal irgendwann angehen, das alles mal irgendwie ein bisschen aufzuräumen und zu gucken, was müssen wir jetzt wirklich mitschleppen und was nicht. Weil ich habe jetzt irgendwie einfach wirklich alles Mögliche so reingeknallt, was reinknallbar ist. Ich kann halt auch ein paar von diesen Schiffen, die ich noch unten stehen habe, irgendwie dazu vergewaltigen, so ein paar Sachen für mich einfach zu storen, während ich die gerade nicht benutze. Zum Beispiel das ganze Kobalt und so weiter, diese ganzen Handelsgüter, sag ich mal. Ja, da müssen wir auch noch gucken. Und wir müssen auch noch, aber wir haben noch so viel zu tun.
Also, die Säuberung mag vielleicht die letzte Hauptquest sein, aber das Ende von diesem Let's Play definitiv noch nicht. Also ich habe auch auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viele Sachen vor mit euch, auch nach der Hauptquest. Und wir haben, wie gesagt, auch noch so viele Möglichkeiten und so viel zu erkunden, wenn sich das mit diesen Galaxien denn auch bestätigt. Ich hoffe es, ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde vorher ganz fleißig und schön auch noch manuelle Saves machen und so weiter. Selbst wenn wir reisen und wir nicht zurück zu unserer Basis kommen können, sind diese Sachen, die bei uns in der Basis sind, ja von die Container zumindest, die werden ja bestimmt gespeichert sein. Und ich denke mal, ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also wir werden das schon schaffen. So, Flottenkommando Posten. Hallo. Was gibt's? Flottenkommandant ist bereit. Kalibrierung mit Flottenkommandant Jubersaktor von der DSV am Bosee. Hoppala. Oh Gott. Entschuldigung. So. Nachbesprechung. So, was ist passiert? Wir pflegten eine Beziehung mit den Gek. Wir sicherten uns in Sabakar-System ein vorteilhaftes Handelsgeschäft. Sehr schön. Entsandten Drohnen, um den Planeten Amastes Marsos zu scannen. Wir entdeckten eine reichhaltige Mineralschicht. Subtraleitende Phase 7 Stück. Sehr schön. Wir investieren in ein Korvax-Unternehmen auf dem Planeten Lauerhiel. Investment-Diete 178%. Lagererweiterung. Ja, die Dinger sind gut für die Schiffe. Die Bodencrew wurde bei der Suche nach Mineralien auf Planet 8 Atr von fleischfressenden Insekten angegriffen. Ach du große Güte. Insektproben befanden sich in den Crewmitgliedern. Proben wurden gescannt. Valkyrienbildnis. Wir kehrten zur Flotte zurück. Dort versammeln wir uns beim Hauptschiff. Die Nachbesprechung des Einsatzes sollte in Kürze beginnen. Okay. Vielen Dank. Frachter mal bitte aufrufen. Ja, hier muss man irgendwie mal zwischendurch gucken. Ich leere das immer so mal aus und refine so ein paar Sachen in Rohstoffe nochmal zurück. Damit das halt hier irgendwie so ein bisschen, ja, noch Platz hat. Wir müssen unbedingt mal irgendwie Tritium besorgen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie refinen kann. Da müsste ich vielleicht mal experimentieren oder so. Normalerweise finde ich da immer so ganz zufällig mal ein paar Sachen. Vielleicht können wir ja mal gucken. Vielleicht können wir das, die Wasserstoff zu Tritium verarbeiten. Nee, können wir nicht. Ich habe auch noch ein bisschen die Wasserstoff geholt zwischendrin. Wir brauchen jetzt halt noch Tritium, um diesen Treibstoff irgendwann nochmal nachzustellen. Ich weiß halt noch nicht, mit was man das refinen kann, damit man das bekommt, potenziell. Ich werde jetzt auch nicht Ewigkeiten damit verschwenden, das jetzt herauszufinden, aber... Aha, da kriegt man Ferritstaub raus, okay. Auch mal interessant so zu sehen, was das für... Okay, diese Sekundärelemente... Die bringen einem also anscheinend alle... Also ich müsste ein Schiff zurückpacken, ne? Ja, Tritium. Wie stellt man Tritium her? Gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit für... Oh, ich muss das alles wieder ins Schiff zurückpacken. Ich packe das jetzt alles in mein Inventar. Ja, muss man gucken. Sonst kaufen wir es halt einfach. Wir können auch alternativ einfach... 10 Stunden Asteroiden abschießen, aber weiß ich nicht, ob das so toll ist. Zum Zugucken ist es bestimmt nicht so spannend, kann ich mir vorstellen. Ja, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Finden wir bestimmt noch raus. Sauerstoff ist es auf jeden Fall nicht. Ja, was ist mit euch eigentlich? Ihr werdet zu Kohlenstoff, okay. Ja gut, vielleicht versuche ich das mal offscreen rauszufinden oder so. Jetzt machen wir erstmal weiter. Gucken mal, was unsere anderen Fregatten gefunden haben. So, was geht hier ab? Flottenkommandant bereit. Jawohl. Sag an. Wir untersuchten die Fauna im Yatsuno-Sef-Sektor. Wir entdeckten katalogisierten 73 neue Spezies. Okay, nichts Interessantes. Wir sammeln Mineralien im Sarabakara-System. Ja, nichts Interessantes. Units, wir entsandten ein Untersuchungsteam zum Planeten Cocknell. Crew entdeckte etliche Knochenhaufen. Aha. Instabiles Natrium. Wir erreichen den Anuhik-Lasing-Sektor. In diesem Gebiet schien es eine interessante Lebensform zu geben. Keine interessante Lebensform zu geben. Bodenfrühe Pflanzen, da. Okay.
Gecknip 6, ein Händler im Nahabak-System bot uns Anteile eines Unternehmens zur Solarenergieerzeugung. Okay. Im Verkauf. Wir erwerben das gesamte Unternehmen und verkaufen alles Vermögenswerte für einen sofortigen Gewinn. Gecknip. Ja, das haben wir schon gefixt. Iridesit, jawohl. Wir funktionieren rasch einen Vermessungslaser und um ihn zerstörten damit die Schilde des Raumschiffs. Aha, okay, also aus dem Raumschiff. Das Oberflächenteam hält eine Abmahnung, ja. Schiffskarriere ist offline für die Fragmentierung. Aha. Sonst nichts weiter, alles klar. Doch, seltene Waffen gab es noch. Ich habe ja auch ein Verkaufsterminal hingestellt, da können wir gleich mal ein bisschen aufräumen. Machen wir mal hier weiter. So, ich muss auch mal irgendwann anfangen abzuzählen, wie viele Fregatten ich jetzt von was schon habe, um halt diese optimale Verteilung dann anzustreben. Kalibrierung mit Flottenkommandant Hefei von der Desia. Sachen. Units. Dadurch, wir setzen im Unit-System eine Materieabbaueinheit ein. Dadurch konnten wir 86 Tonnen brauchbare Sternmaterie gewinnen. Cool. Nochmal Units. Unser Scanner entdeckte eine erhebliche Kohlenstoffquelle in einem Asteroidengürtel. Wertvolle Flüssigkeiten. Aha, okay. Aktiviert das Cadmium. Das Tiefbohrteam entnahm den Kern des Planeten Riku. 97.000 Tonnen flüssiges Metall. Alter. Klingt hier viel mehr, als es hier eigentlich ist. So, heißes Eis. Wir schicken die Bodencrew zur Abschlussstelle eines Frachters. Das Schiff bestand aus mehreren fortschrittlichen Metalllegierungen. Aha. Okay. Supraleitende Faser. Und die Dinger sind, glaube ich, ziemlich geil. Weil es nämlich für bestimmte Aufbauteile sind für diese Fusion-Reaktor und so weiter später. Nochmal heißes Eis, Granit, Halbleiter, wir necken Absturzort des Frachters auf Planet Kaknelio. Okay. Bodencrew traf der Untersuchung von Planet Lamababa. Ja, Korvax-Gehäuse. Die musste zurück. Sehr gut. Passt. Was sagt der Frachter? Der Frachter ist voll. Mein Exo-Anzug wird langsam auch voll. Mal gucken mal weiter. Mach's jetzt mal ein bisschen schneller. Oh. Kann ich gar nicht. Wir müssen erst Sachen verkaufen. Uiuiuiui. Mensch. So, zeig mal her. Verkaufen. Frachterinventar. Was brauchen wir denn nicht unbedingt dabei? Dieses instabile Natriumzeug. Das mache ich mal weg. Alles weg davon. Dieses Cadmium-Kram und so, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich haben möchte. Das kann ich eigentlich auch verballern. Die supraleitende Faser können weg. Was kann noch weg? Ich weiß nicht. Iridesit möchte ich behalten. Das kann man nämlich für Dinge bauen, gebrauchen, aufbauen. Was mit den Sachen ist, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Also diese ganzen Bildnisse und Gehäuse und so, die könnte ich eigentlich mal irgendwo verschenken gehen. ja. So, jetzt sollten wir erstmal wieder ein bisschen was reinpacken können. Ja, auch nicht sonderlich viel. Selbst so ein 34-Slot-Frachter würde hier, glaube ich, keinen riesigen Unterschied machen. Weil er irgendwann einfach voll läuft. So. Weiter geht's. Anscheinend gab es hier ordentlich Stuff. Okay, so viel Stuff jetzt auch nicht. Wirbelwürfel, 8 Stück. Units. Nochmal Units. Das sollten, glaube ich, irgendwann mal Nanit sein, aber das sind einfach nur Units, warum auch immer. So. Ja, nur Units, alles klar. Und die 8 Wirbelwürfel, deswegen war das Inventar voll. So. So, hier eine Viererreihe. Hier dürfte es ein bisschen mehr geben. Aktiviertes Kupfer, das kann ich auch verscherbeln. Units. Nochmal aktiviertes Cadmium. Für 4 Fregatten war das aber eine ganz schöne Flop-Expedition, möchte ich fast behaupten. So. Ich verkaufe den ganzen Kram mal. Müssen wir sowieso, damit wir ein bisschen Platz kriegen wieder im Frachter. Ja. Ich musste die Aufnahme in der Folge jetzt einmal tatsächlich rapide unterbrechen, denn es ist was vorgefallen.
Mittlerweile ist jetzt der nächste Tag und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder da. Ich wollte jetzt diese letzten 10 Minuten der anderen Folge nochmal fertig aufnehmen. Und zwar, ich hatte hier jetzt die Frachtergeschichten verkauft und gemacht und so weiter. Hier sind noch 3 Sachen drin, die würde ich jetzt auch noch gerne eben verkaufen. Und dann, würde ich tatsächlich noch ein bisschen bei der Rumwaperei weitermachen. Denn wir müssen jetzt langsam Richtung Zentrum fliegen. Zumindest nur in die Richtung, noch nicht ins Zentrum rein. Aber in die Richtung. Und ja, eigentlich wollte ich auch noch den Frachter mal ausbauen. Das machen wir aber beim nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ich nehme quasi, ich denke, ich werde jetzt nach dieser Nachaufnahme für diese 10 Minuten hier von der letzten Folge noch dann ein paar dran knüpfen, vielleicht noch ein, weil ich jetzt ein paar Sachen noch machen möchte, die ich quasi, ja, ich sag's mal direkt geradeaus, ich möchte einfach ein paar Sachen haben, an denen ich offscreen arbeiten kann, so zwischendurch, wenn ich jetzt gerade nicht aufnehme, um irgendwelche, ich sag mal, Story-Elemente vom Spiel mit reinzunehmen. Zum Beispiel halt eben so Sachen wie eine Industrieanlage anbauen für die ganzen Stoffe, die es gibt, Indium und so weiter und tralalala. Solche Sachen möchte ich dann natürlich versuchen, mit euch onscreen zu machen, um euch das zu zeigen und es auch zu lernen, weil ich, bin lerntechnisch in diesen Gebieten noch nicht so weit. Da würde ich euch halt gerne, wenn es geht, mitnehmen. Aber das machen wir dann, wenn wir diese Atlas-Geschichte hier fertig gemacht haben. Und ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, ob wir noch ein paar Elemente kriegen für die Story oder ob wir jetzt wirklich einfach ganz stumpf weiter in Richtung Zentrum reisen. Red? Ich hab doch letztes Mal schon die Fregatten repariert. Wieso sind die jetzt schon wieder am A? Ah ja, vielleicht sind die, ja, ich habe ein paar, ich habe gestern die Fregatten nochmal losgeschickt. Ja, unser Schiff ist beschädigt, reisender Freund. Das wird nicht lange so bleiben, nee. Ja, super. Ich wollte jetzt eigentlich nicht weiter Fregatten reparieren. Aber ich hatte gestern noch drüber erzählt, wie jetzt das mit der Galaxiegeschichte ablaufen wird. Und zwar, dass ich dann tatsächlich vorhabe, erstmal nach Isentham zu reisen, um das mal auszuprobieren. Ich werde das jetzt nicht alles wieder wiederholen, keine Sorge. Ich werde jetzt erstmal die Fregatten nochmal reparieren, danke sehr. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns gleich beim Warp ins nächste System wieder. Weil, ja, wer möchte jetzt sehen, wie ich in eine Fregatte rumlaufe und Sachen repariere. Also dann, bis gleich. So, das Spiel sagt, ich soll nach Ryugai Hahi reisen. Weil da nämlich auch noch eine Atlas-Station ist. Also gucken wir mal, ist das sogar ein reiches System? Vielleicht finden wir da sogar unser schon, oder mein schon lang ersehntes exotisches Schiff. Ich möchte auf jeden Fall bald endlich mal ein neues Schiff noch haben. Was ist denn das da? Hallöchen. So, wir haben eine Nachricht von Artemis. Sind wir denn weitergekommen in der Quest? Ja, ich glaube schon. Hallo Artemis. Ich habe deine Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag irgendwas. Woher weißt du, dass der Atlas die Wahrheit sagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also Nada hat mir immer gesagt, der ist, den darf ich nicht vertrauen, aber irgendwas muss ich ja wohl machen. Ich muss ihn irgendwie wieder aufbauen, damit die Realität geschützt bleibt. So, glaube ich, dass das sowas war. Ich weiß, dass du beschäftigt warst. Jetzt weiß ich auch warum. Aber ich würde immer noch gerne einen anderen Reisenden sehen, bevor ich sterbe. Ich würde mich immer noch gerne treffen, wenn ich die Möglichkeit, wenn wir die Möglichkeit haben, sofern ich das angesichts der Umstände nicht albern anhört.
Wieso weiterhin lügen? Ich habe ihm doch nicht. Ich habe ihn doch nie. Ich habe ihn nie angelogen. Ich sag dir die Wahrheit. Ich habe dir immer die Wahrheit gesagt, Artemis. Dieselbe Kommunikation kehrt zu mir zurück, durchzogen von einem Rauschen. Die Nachricht, der Tonfall, alles ist identisch. Ich weiß, dass du... Ich würde immer noch gerne einen anderen Reisenden sehen. Ich glaube, Artemis hat einen Virus. Einen Trojaner. Oder so. Versuchen ihn neu einzustellen. Fragen, warum er sich wiederholt. Das weiß er ja selber nicht. Wenn es mir leid tut, dann was bringt uns das? Das bringt uns ja nicht weiter. Ihn versuchen neu einzustellen. Ich will ihn ja nicht verändern. Es tut mir leid, Artemis. Ich weiß, dass du voll fett auf Klo warst. Ich würde immer noch gerne einen anderen Reisenden sehen. Auch wenn es nur auf Klo ist. Sofern ich das... Och Mann. Und dann begreife ich es. Die Geräusche, das Rauschen, das ich im Verlauf meiner Abenteuer gehört habe. Es ist keine Störung. Seine Verfälschung einer weit entfernten Kommunikation. Keine Verfälschung. Wie kann das sein? Wir sprechen über das Protokoll eines Traums. Die Geräusche, der Klang. Es ist der Klang des Erwachens. Es ist der Klang, den man hört, wenn alles auseinanderfällt. Der letzte Atemzug, der Tod des Atlas, wird nicht in 16 Minuten beginnen. Er hat vor langer Zeit begonnen. Artemis, ich hoffe, es wird dir gut gehen. Wo auch immer du jetzt bist. Oder was auch immer du gerade fühlst. Ich verabschiede mich. Weiß jedoch nicht, ob mich Artemis überhaupt hören kann. Ich weiß nicht einmal, was es bedeutet, mich zu hören. Oha. Wir sind alle bloß Daten. Hat er mich jemals gehört? Man weiß es nicht. Diese Defekte werden während der letzten Tage immer häufiger auftreten. Individuen, die in einem Kreislauf... Oh Gott. Autsch. Kreislauf gefangen sind und sich ständig wiederholen. Aua. Planeten wurden ausgelöscht oder haben sich über Nacht verändert. Alle Entdeckungen gingen verloren. Ich muss weiterreisen. Hilfe. Hilfe. Ich muss hier weg. So, hallo. Hallo, neues System. Was gibt's denn hier Schönes? Es ist auf jeden Fall ein reiches System. Das finde ich gut. Es gibt einen ätzenden Planeten. Und es gibt da noch was. Oh, das sieht nach einem exotischen aus. Das ist ein kalter Planet, nehme ich an. Ein kalter Mond. Ich habe das nicht richtig gescannt, weil ich 5 mm weg da gegangen bin davon. Scannst doch jetzt. So. Ein arktischer Mond, sag ich doch. So, da haben wir, glaube ich, wieder einen schädlichen Mond oder so. Das sieht wie ein schädlicher Mond aus. Ätzender Mond. Aha. So, das hier ist aber, glaube ich, ein besonderer Planet, weil der sieht auch besonders aus. Ein fragmentierter Planet. Ich weiß nicht, ob wir das schon kennen. Gucken wir auf jeden Fall noch. Da sind noch Frachter, Fregatten. Weiß ich nicht. Egal. Wir fliegen jetzt erstmal zu Atlas hinein. Und in der nächsten Folge werden wir dann herausfinden, was der Atlas von uns möchte. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Like, einem Kommentar oder sogar einem Abo. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.